Yo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Guck, was ich hier habe, liebe Leute, das Somnium Nocturne Deck oder Somnium Nocturne Edition. Und ja, die ist jetzt vor 2 Tagen angekommen, am Samstag, und hat direkt das Video dazu gedreht, die erste Reaktion. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommt das Video. Viel Spaß mit meiner ersten Reaktion und dem Review zu diesem Deck. Wir sehen uns gleich bei der anderen Reaktion. Und damit kommen wir jetzt zum Review von Somnium Shadow. Nein, weg damit. Nein, wir kommen jetzt zum Review von der Nocturne Edition. Und darum packen wir das Ganze jetzt mal aus. Hä? Was ist das für eine Packung? Also entweder bin ich völlig dumm oder... Ah, hier. Ich hab's gefunden. Oh yes, boys. Und girls und whatever. Oh, das sieht doch gut aus. Oh, das sieht doch sehr gut aus, alter Vater. Oh, und Werbung ist ja geil. Gut, Freunde. Hier sehen wir die 3 Decks. Ich glaube, da mache ich erstmal ein stylisches Instagram-Foto. So. Gut, Bild seht ihr jetzt hier eingeblendet. Folgt mir auf Instagram. Wir haben den unterschiedlichen Tee. Hier sind die 3 Decks. Das eine davon lege ich aber mal beiseite, weil das ist für Sternchen. Und das andere lege ich auch beiseite, weil ich das noch nicht aufmache. Das dritte mache ich jetzt auf. Boah, wie geil, Leute. Jetzt freue ich mich. Hier ist wieder so ein bisschen gehypt. Wir sehen hier Somnium. Hier sehen wir die Lotusblüte, die Meridianblüte. Warte mal, das hat auch Matti gesagt. Moment. Ach shit, ich glaube, das ist bei den Slideboxen nicht. Irgendwie ist das hier so im lustigen Taschenbuch-Style, dass wenn man das so aneinander stellen würde, dass es dann hier so eine Linie ergibt. Bei normalen Decks geht es eben hier über den Rand. So, hier sehen wir jedenfalls das neue Backdesign. Hier sind ja jetzt Sterne dazugekommen. Die Sterne für die Linkshänder oder eben, wenn man Reverse-Fan machen will. Ihr seht schon hier, das ist so Silberfolie und so. Ach, wisst ihr was, ich laber schon wieder viel zu viel. Ich pack das Ganze jetzt mal aus. Gut, Leute. Ja, es ist immer noch gestanzt, aber es glänzt trotzdem. Das ist schon sehr geil. So, wenn wir jetzt das hier aufmachen, müsste da, eine glänzende Meridianblüte sein. Dream Create, hier sieht man, wie gestanzt das ist. Boah, geil, Alter, geil. Boah, jetzt freue ich mich aber. Oh, wie das glänzt, ja, das ist ja mega geil, mega geil. Jau, scheiße, ist das geil. Ja, alter Vater. Also, machen wir das Ganze mal auf. Ich mache das mit dem Knicken nicht so gerne, auch wenn man das so machen soll, aber ich habe dann ein bisschen Sorge, dass die Karten knicke. Darum mache ich das jetzt mal anders, nämlich einfach so. Alter, ist das geil, Leute. Ey, ich glaube, in der Kamera kann man das gar nicht so geil sehen, aber wenn das in Real Life sieht, wie das da glänzt, das ist ja mal extrem geil. Alter, ey, da bin ich gerade schon mal sehr begeistert von. Okay, machen wir das Ganze mal raus. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Thumb-Fan. Sieht so aus, immer so ein bisschen Classic, sag ich mal, wie damals. Dann natürlich ganz, nee, warte, erstmal jetzt ein Reverse-Fan, für die Linkshänder sozusagen. Oh ja, oh. Oh nein, ey, wie schlecht bin ich denn? So, oha, wie die riechen, warte, ich muss mal ganz kurz riechen. Oh, die riechen. Voll geil. Der Riffle Fan, den wollte ich eigentlich machen. Wow. Oh, geil, immer noch schön weich und so. Nice. Und wir machen jetzt mal einen sauberen Reverse Fan. Ja, passt doch. Weil, wenn ich mit links übrigens einen Fan mache, ist es, glaube ich, nicht ganz so gut. Obwohl doch, geht sogar auch halbwegs. Ey, das sieht ja mal so geil aus. Ich habe fast Angst, dass ich das zerkratze, wenn ich darüber gehe, aber es geht ja eigentlich gar nicht. Ey, das sieht so geil aus, Leute. Okay, wir fangen mal an. Hier ist erstmal die Meridianblüte Nox, ein paar Luciat. Oder Luciat. Möge die Nacht immer leuchten. Gut, und hier ist das neue Peak Us. Ey, das ist so geil mit diesem Glitzer-Glanzfolie. Oh, sogar hier oben diese Somnium-Card-Schrift leuchtet, also glänzt. Ey, ist ja mega fett. Aha. Der Erik rein immer wieder. Ja, ey. Oh, ey, das sieht so geil aus jetzt auch in der Kamera. Oh, ist das nice, Leute. Ist ja mal so geil. Hier haben wir unsere Maggie. Boah, ja, mit dieser Blüte, ey. Hier haben wir den Haido. Boah, seine Oberlippe wurde verbessert, das finde ich gut. So, der Tung mal wieder, ja. Alle hier mit dieser Laterne natürlich. Hier haben wir die Anna-Maria. So, hier haben wir den guten Hai. Oh, das Schwert ist, glaube ich, auch angepasst hier. Leuchtet das? Warte, leuchtet das da? Ja, leuchtet. Ach, geil, ey. So, dann haben wir hier den Gartenzwergi. Dann haben wir hier die Theresa. Dann haben wir hier den Klecks mal wieder. Ja. So. Aha, schon verstanden. Ja, so ist das also. Also deutlich besser als der alte. Deutlich besser. So, dann haben wir hier den nicht Unterhalter, sondern Nehmer. Lol. Du bist nicht Unterhalter, sondern Nehmer. Enterprise statt Entertainer. Ich feiere einfach diesen Diss-Track von Leo so. Ich packe euch den einfach mal in die Infokarte. Na ja, gut, dann haben wir hier die Nessie. Ja. Und der Olli, boah, der ist echt gut geworden, ey. Nice. Ja,
Finde ich, glaube ich, echt mit die beste Karte aus dem Spiel. Und hier ist der Joker. Die Joker, nice, das hatte ich ja ganz vergessen. Die sind auch ziemlich cool. Wir gucken uns die auch gerade mal an. Die seht ihr hier. Achso, und hier die, nice, die neue Double-Back-Karte, geil. So, hier haben wir den neuen Joker, nämlich den Tobi. Boah, auch so in leuchtend und so. Ja, nice. Und ich meine, die meisten von euch werden es wissen, aber ich sag's jetzt einfach mal nicht. Aber der hat ja noch eine Besonderheit hier, der Joker. Da hau ich vielleicht in meinem anderen Video oder Stream oder sowas raus. Aber sage ich jetzt erstmal nichts zu. Aber ist auf jeden Fall sehr nice. Ich guck mir das gerade mal genauer an. Ja, geil. Oh, sehr geil. Ja, saugeil, der Joker. Sehr geil, okay. Also, ich finde die Meridian-Blüte sind natürlich am meisten aus, weil er am meisten von der Glanzfolie ist. Ey, das sieht so nice aus, Leute, das glaubt ihr nicht. Aber Moment mal, eine Sache muss ich gerade mal noch probieren. Weil da hatten sie ja blöderweise irgendwie einen Produktionsfehler, dass wenn man hier zu fest drüber reibt, ja, dass dann das abgerieben wird. Aber ja, okay, das ist dann halt ein bisschen blöd. Aber, oh, ich hab eine Idee. Ja, ist dann ja blöd, wenn das wieder fehlt, ne? Moment. Ja, besser ist das, ne? Ja, nice, Freunde. Boah, ist das geil, das ist, ich bin so begeistert davon. Zum Abschluss mache ich mal einen kleinen schnieken Riffle-Fan. Einfach um Matti zu mobben. Aha, ja, so. Ja, ich gebe ja zu, meine Karte ist mir runtergefallen. Mal einen schönen Spring in die Kamera. Die riechen auch so gut, Alter. Ah, da kann ich es auch gerade mal durchmischen. Oh, was natürlich auch noch sehr wichtig ist zu testen, ist der gute alte Giant Fan. Wow. Lecker, Freunde, das schmeckt doch. Ich starre die ganze Zeit diese Meridian-Blüte an, ey, das sieht ja so nice aus. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir damit jetzt auch schon wieder zur Moderation. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Ja, bis gleich. So, Freunde, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, das Ganze hat euch gefallen. Ich muss sagen, mega geiles Deck. Also ich finde das so extrem nice, wie das hier so glänzt, ey, boah, ist das nice. Auf jeden Fall mega gut gelungen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das ganze Video hat euch gefallen und unterhalten. Wenn dem so ist, könnt ihr mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben auf dem Video da lassen und mich gerne abonnieren und die Glocke am besten aktivieren, dann verpasst auch nichts mehr, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.